Und damit, liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Super Nintendo Entertainment System Nintendo Switch Online. Heute mit Operation Logic Bomb, The Ultimate Search and Destroy. 10 Levels full of sealed rooms, locked doors, weird aliens and heavy action. Maps, Transporters, Data Terminals, everything a puzzle solver needs. So, schieß dir deinen Weg frei und beseitige die Gefahr im Subraum. In diesem 1993 für Super Nintendo Entertainment System veröffentlichten Top-Down-Shooter dreht sich alles um eine Einrichtung, in der bis vor kurzem noch Experimente im Bereich der Subraumbeförderung durchgeführt wurden. Seitdem ist allerdings jegliche Kommunikation abgebrochen. Als Agent Logan, einem mit biomechanischen Implantaten bestückten Soldaten, ist es an dir, diese Sache auf den Grund zu gehen. Dabei musst du Informationen sammeln und dein persönliches Arsenal nutzen, um die Gegner zu besiegen. Zu Beginn steht dir nur eine Standardwaffe mit Schnellfeuer und eine mit Streuschuss zur Verfügung. Aber im Laufe des Spiels kannst du neue und mächtigere Waffen aufsammeln und somit noch stärker werden. Na dann, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Boah, das wirkt so C64. Ah ja. Operation Logic Bomb. Press Start Button. So, also mit B können wir schießen und mit A können wir hier entsprechend die Waffe wechseln. Okay. Da hat sich ein Weg für uns geöffnet. Wenn wir uns sehen, passiert uns glaube ich nichts. Dauert aber umso länger, oder wie? Kommen wir aber auch nirgendwo lang. Nee. Okay. Ja, komm. Das ist ja fies gewesen. Sind wir auch wieder safe. Ah! Und machen wir es so. Na komm. So haben wir beide. Boah. So zu schießen ist echt unfair. Ah, so kann ich mich seitlich bewegen, okay. Ohne meine Sicht zu stören. Ja, damals mit einem Twin-Stick-Shooter wäre das noch viel einfacher gewesen. Aber hier haben wir leider keinen Twin-Stick. Also keine zwei Steuerungsmöglichkeiten. Das heißt, also man muss sich hier auf eine Einheit einlassen. Ich meine, das ist am besten. Die haben beide ganz schön was drauf. Den Schüssen ausweichen ist ja noch umso schwerer. Wow. Ja, mal ein klassischer Twin-Stick-Shooter. Ja, machen wir so. Ja, moin. Genau, immer mehr Gegner. Wow.
Ui. Da muss ich einmal drehen. Die zu erwischen ist immer echt blöd. So, dann machen wir jetzt mal nach oben. Ich weiß jetzt nicht, ist der Dreierschuss da in dem Augenblick die bessere Variante oder weil das hier schneller geht? Ist das einfacher, aber nein, da kommt ein Boss. Oh, war ja. Was kann der? Ach, komm. Das war doch relativ einfach. Analyse. Dimensional Errors. Okay. Was passiert hier? Ach, lauft mal schön. Jetzt eine neue Attacke? Nee. Ich finde auch, dass hier die Steuerung komplett eigentlich anders beschrieben ist, als eigentlich sein soll. Gehen die überhaupt kaputt? Nicht, dass ich jetzt schon draufballer. Ah. Den richtigen Winkel erwischen. Okay. Also es ist mein interessanter Twin-Stick-Shooter, aber irgendwas passt mir hier jetzt wieder nicht. Ja, wie soll ich da jetzt rüberkommen? Ach, einfach in die Luft jagen. Moment, irgendwas ist doch hier bestimmt noch. Ah, das ist der Ursprung. Okay. Dann mal da lang. Alarm, Alarm, Alarm. Wieso? Was passiert hier jetzt? Jetzt dürfen wir da lang. Oder wie? Was? I don't get it. Hier ist ein Teleporter. Hier darf ich geradeaus hoch. So. Und weg. Wir erwischen ihn ernsthaft noch. Wir können jedenfalls nicht schräg gehen. Das ist ja praktisch, aber...
komm. Millimeter. Ja. Erwischt. Was sind das denn? Schleime? Na, ich. Der wackelt so. Der wackelt so. Ja, komm. Wow. Ah, super. Und wieder den nächsten. Zack. Ja, eigentlich gar kein schlechtes Spiel, wenn man es mal so nimmt, ne? Also, jedenfalls schwierigkeitstechnisch für ein Super NES-Spiel ist es doch relativ simpel. Die sehen mich nicht, deswegen schießen sie nicht. Ja, aber was ich nicht sehe, das kann ich nicht beschießen. Ach, jetzt darf ich da lang. Jetzt ist die Tür offen. Ist klar. Na geil, wie soll ich denn nicht rankommen? Wow, die sind aber schnell. Na, die Materie hier ein bisschen zerstören. Hat sich da für mich jetzt ein neuer Weg geöffnet? Nicht wirklich. Da darf ich noch nicht ran. Ja. Wie soll ich denn da rankommen? Gehen wir hier nochmal runter. Vielleicht finden wir ja hier nochmal einen anderen Weg. Ah ne, aber hier finden wir eine Information. Map Data. Hab ich jetzt eine Map oder was? Oh, Tatsache. Das heißt, da ist jetzt unten irgendwas passiert. Jetzt herausfinden können. Das ist der Teleporter. Sollen wir jetzt zurück teleportieren oder was? Wollt ihr mir das damit sagen? Wieso sieht denn das jetzt hier schon wieder so anders aus? Das gefällt mir. Boah. Lass mal jetzt gucken hier. Boah. So. Perfekten Winkel erwischt. Nee. Okay. So, haben wir den. Wir wischen jetzt den anderen. Nee. Komm. Machen wir so. Wow, ihr seid doch verrückt. Hier unten lang. Schön schneller Laserschuss. Ernsthaft, ich erwische doch definitiv deine Schulter. Na komm. Ja, haha, schön erwischt. Ich bin über Kante spielen. Ein engerer Winkel. Ja, das ist doch schön.
Das sind Waffen, die gefallen mir. Mit denen man um die Ecke schießen kann, ohne dass die Gegner einen erwischen. Was haben wir jetzt hier? Neue Informationen. Nein, wir bekommen Lebensenergie. Okay. Ja, liebe Leute, also das war jetzt das liebe nette Spiel, wo ich den Namen mir einfach jetzt nicht so merken kann. Ist aber auch vollkommen egal. Ihr könnt mir ja mal in die Meinung schreiben, was ihr zu diesem, ja, ich sag jetzt mal One-Stick-Shooter sagt. Denn ich muss sagen, also, er macht Spaß. Er macht wirklich Spaß. Es ist jetzt nichts Herausforderndes, es ist jetzt nichts Schweres. Optisch ist es jetzt nicht mehr klar auf dem aktuellen Stand. Das war zu Super-NES-Zeiten. Aber ich finde es eigentlich gar nicht schlecht. Schreibt es mir mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Dann sage ich bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.